Freunde, willkommen zurück zum nächsten Video. Heute mal wieder ein bisschen Commentary-Style-mäßig, die sich Hintergrund natürlich wie immer wieder schönes Footdraft-Gameplay. Und ich gehe einfach mal los. Ihr seht schon im Titel, was geht noch dieses Jahr oder irgendwie sowas, wie wir es nennen. Mal schauen. Ich werde mal kurz schnacken über ja, Games, Kinofilme, alles so drum und dran, was so dazugehört, was dieses Jahr noch so ja, auf uns zukommt. Mit Battlefront ist jetzt schon ein großer Teil gestartet. Das Game ist jetzt schon seit ein paar Tagen draußen und ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Hab schon ein paar Runden gezockt, also macht auf jeden Fall genauso wie in der Beta richtig hart Fun. Kann ich auf jeden Fall für Leute, die ein bisschen Star Wars behaftet sind, auf jeden Fall empfehlen. Für alle anderen, schaut es euch lieber vorher nochmal an, mal schauen, wie euch das dann so gefällt. Ich würde es vielleicht nicht direkt kaufen oder bei Orange kann man ja auch wieder zurückgeben, dies, das. Also schaut es euch mal an. Ihr könnt ja nichts verlieren durch die Rückgabe. Ist auf jeden Fall sein Geld wert, sagen wir mal so. Des Weiteren Games technisch habe ich eigentlich dieses Jahr gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Nächstes Jahr geht dann schon wieder die ersten paar Games los. Aber so dieses Jahr habe ich gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Was nächstes Jahr alles kommt und was nächstes Jahr Sache ist, da machen wir nochmal ein extra Video zu. Ich denke mal, ich und Tim werden dann jeweils nochmal ein Video zu machen. Gehe ich jetzt einfach mal schwer von aus. Aber dieses Jahr aktuell auch ein großes Highlight für mich. Nochmal am Ende des Jahres gewesen, der neue James Bond. Ist jetzt auch schon mittlerweile angelaufen, anderthalb, zwei Wochen irgendwie so. Habe ich auch direkt am Erscheinungstag geguckt, muss ich auch sagen, lohnt sich. Auf jeden Fall, Leute, geht ins Kino, guckt euch diesen Film an. Wer James Bond schon mal ein paar Filme geguckt hat, der wird es auf jeden Fall hart lieben. Also ich fand den Film richtig gut. Gibt auch Leute, die sagen, ah nee, hier immer dasselbe. Aber ich finde, der Film war gut und auf jeden Fall eine Empfehlung. Falls ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, geht ins Kino, guckt euch neuen James Bond. Ganz klare Sache. Und dann natürlich wird mit eines der Highlight des Jahres Star Wars Nummer 7 quasi, also der siebte Film der Star Wars Reihe, kommt in die Kinos, Ende des Jahres ist es soweit, 17. Dezember ist der Anlauftag und ich habe mit ein paar Kumpels direkt die erste Vorstellung, also am Donnerstag um 0.01 Uhr quasi von Mittwoch auf Donnerstag haben wir uns die Vorstellung schon mal auf Karten reserviert. Richtig, richtig nice Geschichte. Wir sind dabei während der ersten Vorstellung, der Vorpremiere quasi, wie es ja so schön heißt. Auf jeden Fall wird das, denke ich mal, ein hartes Erlebnis. Star Wars, das ist halt so krass, weil ich habe die Filme halt bis vor kurzem, ist auch gut, glaube bis vor einem Jahr oder so noch gar nicht gesehen. Dann habe ich irgendwann mich mit einem Kollegen hingesetzt und habe alle Filme auf einmal geguckt, alle an einem Tag hintereinander. Wir haben morgens angefangen, haben abends irgendwann aufgehört. Und seitdem bin ich echt so Star Wars behaftet. Also das ist echt krass. Wenn du die Filme vorher nicht gesehen hast, kannst du Star Wars auch nicht lieben. So ist es denn halt. Aber mittlerweile bin ich da schon ein relativ großer Fan. Es ist also richtig, richtig krass, wie stark diese Filme einfach sind. Also freue ich mich hart drauf auf dieses Datum. Das auf jeden Fall. Ja, und sonst wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht mehr, was es dieses Jahr noch so Nices zu sagen gibt. Also klar, Weihnachten steht vor der Tür, quasi schon, ne? Also so lange ist es ja auch nicht mehr, noch im Monat. Genau im Monat, ich nehme es jetzt, also wenn ihr es jetzt am Mittwoch seht, nehme ich es quasi, ja, Dienstag auf. Also genau ein Monat noch bis Weihnachten, da wird wieder ordentlich hart Geschenke abgesahnt und mit Family zusammen Zeit verbracht und so. Das, was man halt so das Jahr über nicht so ganz so auf Reihe kriegt vielleicht. Ja, und dann steht auch schon Neujahr vor der Tür. Ist das Jahr auch schon wieder rum, ne? Also es geht echt schnell. Wie schnell so ein verficktes Jahr rum ist, man mag es manchmal gar nicht glauben. Naja, so ist es dann. So ist es dann. Gut. Das war, glaube ich, so. Wir haben ja auch nicht mehr so viel von diesem Jahr, ne? Deshalb ist jetzt auch kurzes Gameplay und kurzes Commentary. So viel ist ja dieses Jahr auch nicht mehr übrig. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Filmtechnisch glaube ich nicht, aber ich glaube, spieltechnisch, ich bin mir nicht so sicher, kommt dieses Jahr noch irgendwas raus. Schreibt einfach mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
We'll be right back.